Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, Facebook. Bei Instagram bin ich live. Das funktioniert. Bei Facebook braucht es noch einen kleinen Augenblick, aber jetzt bin ich auch bei Facebook live. Super. Ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Morgen und ja, hallo und herzlich willkommen zum Thema, warum ja bei der Gliadinabwehr das Immunsystem eine ganz, ganz große Rolle spielt. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was Gliadin denn sind, welche Symptome sie hervorrufen. Und ja, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Ich hatte ja gesagt, Gliadin sind nicht die Ursache. Gliadin sind immer sozusagen das Symptom. Sie sind Indikator, ja, damit man einfach weiß oder dass man weiß, im Darm passt einfach irgendetwas überhaupt nicht. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Nathalie Klug. Ich bin Tierheilpraktikerin und Tierphysiotherapeutin und ich unterstütze euch Tierbesitzer, Katzenbesitzer, Pferdebesitzer bei all euren Herausforderungen rund um die Tiergesundheit. Und heute geht es mir darum, dass wir einmal gucken, warum denn auch die Darmflora und gerade das Immunsystem so eine große zusammenhängende Rolle spielen und warum es wichtig ist, dass du auch immer schaust, dass das Immunsystem stabil bei deinem Hund ist, wenn er Giardien hatte oder wenn er Giardien hat. Ja, also diese beiden Komponenten sind ganz, ganz eng miteinander verbunden. Und ja, häufig sind das so die Fälle, die in die Praxis kommen und wo ich höre, die Hunde haben immer wieder Giardien, sie haben immer wieder Erkrankungen, sie haben schlechtes Immunsystem und ja, daraus entstehen immer weitere Folgeerkrankungen. Und das ganz große Problem dabei ist, dass häufig auch diese Folgeerkrankungen oder wenn die Tiere mal erkältet sind, wieder Antibiotika gegeben werden. Und was machen Antibiotika, wenn du dich noch an das letzte Video erinnern kannst? Sie zerstören natürlich die Darmflora. Ja, und so wird die Darmflora immer weiter geschädigt und geschädigt und geschädigt. Und ja, Folgeerkrankungen entstehen immer mehr, Allergien entstehen, Leberproblematiken entstehen, die anderen Organe werden beeinträchtigt. Es kommt zu Verhaltensauffälligkeiten und so weiter und so fort. Also das ist ein richtiger Teufelskreislauf und die Liste an Folgeerkrankungen ist da wirklich unendlich lange. Ja, also da könnte man ganz lange drüber sprechen und es würde einfach immer noch was geben. Wenn du Lust hast, schreib gerne mal in den Chat rein, wie das bei deinem Hund ist, wenn du da Erfahrungen mit Giardien hast, was du tust, um ihm zu helfen. Was so deine Herausforderungen sind, Giardien können ja wirklich eine richtige Herausforderung sein und auch für uns Menschen ist das wirklich eine stressige Situation. Denn klar, wir machen uns Sorgen um unsere Tiere und teilweise werden wir auch wirklich von anderen Tierbesitzern ein bisschen komisch angeschaut, wenn wir sagen, der Hund hat Giardien, ja? Und wir haben da teilweise wirklich so ein richtiges Kreuz auf der Stirn. Dabei kann man Giardien doch losbekommen. Aber wie hängt das denn jetzt so zusammen mit dem Immunsystem und mit der Darmflora? Das will ich dir heute einmal erzählen. Immunsystem und eine gesunde Darmflora sind immer abhängig voneinander. Ohne eine gesunde Darmflora hat ein Tier, hat der Mensch aber auch kein gesundes Immunsystem, ja? Also wir müssen schon gucken, dass wir eine stabile Darmflora haben. Wie ist das denn jetzt aber denn mit dem Darm? Wie funktioniert das mit dem Immunsystem, mit der Darmflora? Was sind denn da die Verbindungen? Das sind im Endeffekt drei Stationen. Ganz grob gesagt, kann man das in drei Faktoren einteilen, die wichtig sind für eine gute Abwehr und die eben dann auch wichtig sind, damit keine Parasiten im Darm bleiben können, beziehungsweise dass der Darm die Parasiten in Schach hält. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig. Wir haben einmal, ja, vielleicht hast du das schon mal gehört, eine direkte Verbindung vom Darm zum Hirn, ja, also diese Darm-Hirn-Verbindung, von der man immer wieder spricht, die über dem 10. Hirnnerv läuft. Das ist sozusagen die, ja, direkte Datenautobahn zwischen Darm und Hirn, so kannst du dir das vorstellen. Der heiße Draht zwischen Darm und Hirn.
Und da werden einfach erstmal alle Emotionen gemeldet, alles, was wichtig ist, wird da gemeldet. Wenn zum Beispiel dein Hund was Schlechtes gegessen hat, oder das kennst du auch von dir selbst, du hast was Schlechtes gegessen, dir wird übel, du erbrichst dich. Dafür ist der 10. Hirnnerv eben zuständig, diese direkte Datenautobahn, dass eben nichts Giftiges, nichts, ja, Schädliches in den Darm kommt, beziehungsweise wenn es in den Darm kommt, dass es eben sofort wieder ausgeschieden wird. Ja? Also eine ganz, ganz wichtige Verbindung, um zu gucken, dass Tiere natürlich auch überleben, dass sie nicht vergiften. Und dafür ist eben eine gesunde Darmflora auch ganz, ganz wichtig. Das nächste hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass die Darmkeime die Keime auch sind, die mit der Umwelt in Kontakt kommen und sozusagen auch die Immunabwehr trainieren. Ja, also wenn es um Futter geht, wenn es um Trinken geht, wenn um alle Stoffe, die in der Umwelt vorhanden sind, wenn wir da, beziehungsweise wenn die Darmkeime damit in Kontakt kommen, ist das eine ganz wichtige Trainingseinheit für die Immunabwehr. Ja, dass einfach das Immunsystem immer trainiert wird, immer stabil ist und dementsprechend auch arbeiten kann. Und als dritter Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, ist, dass unsere Darmbakterien Botenstoffe produzieren. Ja, ganz wichtige Botenstoffe wie Oxytocin, Melatonin, das Schlafhormon, Tryptophan, Gamma-Aminobuttersäure und so weiter und so fort. Also alle wichtigen Botenstoffe für den ganzen Körper, für den Stoffwechsel. Ja, und dann kannst du dir schon vorstellen, wenn das Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert, wenn die Darmflora auch gestört ist, haben wir einen großen Wirkungskreis, der dann einfach beeinflusst wird und wo es dann eben auch zu Folgeerkrankungen kommt, weil einfach die ganzen Prozesse nicht mehr richtig ablaufen können. Ja, das ist wie bei einer kleinen Fabrik. Wenn wir irgendwo einen Störfaktor haben, läuft die Produktion nicht mehr richtig ab, die Maschinen laufen nicht mehr. So kann man sich das wirklich ein bisschen vereinfacht vorstellen. Ja, und was sind denn jetzt Faktoren, die das Immunsystem schaden, die der Darmflora vor allem schaden? Ja, das ist auch immer ganz, ganz wichtig und Dinge, die wir beachten müssen. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, schreib da gerne deine Erfahrungen in die Kommentare rein. Berichte mir davon, dass wir da noch mal gezielter drüber sprechen. Der erste Faktor, der wirklich unerlässlich ist und der die Darmflora ganz stark beeinflusst, ist eine fehlerhafte Ernährung. Ja, Fertigfutter mit Kohlenhydraten, die sich sehr gut in Zucker umwandeln, das ist natürlich erstens mal das absolute Festmahl für Giardien, dann können die sich munter vermehren. Und für die wichtigen Darmbakterien, die also die Darmflora stabil halten, ist es natürlich der absolute Super-GAU, weil die dann keine Nahrung bekommen. Schlechte Bakterien können sich weiter vermehren. Die guten gehen immer weiter ein. Und du siehst schon, das ist wirklich ein Teufelskreislauf und das Ganze spinnt sich dann immer weiter fort. Ja, also da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, achte auf eine gute Ernährung. Das kann man im Übrigen super gut mit der Ernährung, ja, aus Sicht der TCM auch gut beeinflussen. Da hat man auch mal die Möglichkeit, auch aufgrund eines ganz anderen Therapieansatzes das Ganze zu stärken. Und das macht dann schon ganz, ganz viel Sinn. Der nächste Punkt, der die Darmflora und somit auch das Immunsystem schadet, sind natürlich Medikamente. Ja, gerade Antibiotika, antiparasitäre Kuren und so weiter und so fort. Die zerstören die Darmflora und dementsprechend, ja, wo wir eine zerstörte Darmflora haben, kann natürlich auch kein Immunsystem ausgebildet werden und nichts passieren. Der nächste Faktor, der auch Gift ist für die Darmflora, ist Stress. Ja, das kennst du vielleicht auch von dir selbst. Wenn du gestresst bist, hast du auch teilweise eine höhere Infektanfälligkeit und so ist das auch bei unseren Tieren. Das beeinflusst auch die Darmflora und gerade im Welpenalter, im Junghundealter, wenn die Darmflora noch nicht komplett ausgebaut ist, noch nicht komplett stabil ist, ist das wirklich ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf.
Der vierte Punkt, das wäre das Immunsystem, Erkrankungen, ja, Erkrankungen jeglicher Art, gerade Stoffwechselerkrankungen, Lebererkrankungen, die gehören dazu. Also alles, Schilddrüsen, Probleme, aber auch, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man da wirklich ein gesundes Immunsystem weiter hat und eben auch eine gute Darmflora, damit keine Folgeerkrankungen entstehen. Ein Faktor, der teilweise immer noch ein bisschen unterschätzt wird, sind auch die Umweltgifte. Ja, auch das sind Dinge, die freie Radikale im Körper entstehen lassen können. Und auch da müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir ja entweder was zur Vorsorge geben oder dementsprechend unsere Tiere auch dort bewegen, wo nicht so viele Umweltgifte vorhanden sind. Ja, also in der Nähe vom Flughafen spazieren gehen ist da vielleicht nicht so das Optimalste. Wenn ich ein Tier habe, das eh schon ein geschwächtes Immunsystem hat, vielleicht auch noch eine kaputte Darmflora, vielleicht auch noch eine Leberproblematik, da sollte ich dann wirklich schon ein bisschen darauf achten, wo ich mit meinem Hund spazieren gehe und dass er da einfach keine Umweltgifte aufnehmen kann. Und auch eine langfristige Übersäuerung für dich als nächsten Punkt, das ist etwas, was die Darmflora auf Dauer schädigen kann. Es kann das sogenannte Leaky Gut-Syndrom entstehen und dementsprechend können auch, ja, kann der Darm nicht mehr richtig arbeiten und die Darmbarriere ist nicht mehr optimal, so wie sie sein sollte. Ja? Wie du deinem Hund helfen kannst, wie du ihn unterstützen kannst, damit das eben alles nicht passiert. Das kannst du, wenn du Lust hast, dir im Webinar von mir anschauen. Das siehst du auf meiner Homepage unter www.natalie-klug.com. Da zeige ich dir nochmal alles auf, wie du mit der alternativen Naturheilkunde deinem Tier helfen kannst, wie du es unterstützen kannst, wie du deinem Hund helfen kannst, damit er eben auch langfristig gesund bleibt, ja, und Giardien langfristig gar nicht mehr auftreten können. Das ist ja wirklich immer das, worauf wir hinarbeiten in der Naturheilkunde, dass wir nicht nur die Symptome unterdrücken, sondern dass es den Tieren langfristig und dauerhaft gut geht, ja. Und wie das funktioniert, das kannst du dir, wie gesagt, im Webinar anschauen mit dem Workbook, sodass du das auch dementsprechend, ja, durchführen kannst. Und das kannst du auch länger durchführen, weil du dauerhaft bzw. 12 Monate Zugriff auf das Webinar hast, auf die Aufzeichnung. Und das Workbook hast du ja auch dauerhaft. Das heißt, du kannst immer damit arbeiten, wenn du es brauchst. Ja? Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder über ein Herzchen freuen. Du kannst gerne meine Facebook-Seite abonnieren oder auch meinen YouTube-Kanal. Und ja, wer Lust hat, kommt auch noch gerne in die kostenfreie Facebook-Gruppe für Tierbesitzer von mir. Und dann können wir ja einfach noch mal ein bisschen individueller sprechen. Also, ihr Lieben, habt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Feiertag. Genießt die freie Zeit. Habt Spaß mit eurer Familie und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.